Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in der zweiten Vorschau von einem vorgestellt und das heißt Eternal Edge Plus. Ja, der Raphael von Sedok SSLC war das. Der hatte mir den Key zur Verfügung gestellt. Nochmal wieder danke dafür. Wir gehen mal auf Spieladen und gucken, ob wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Entweder am Lagerfeuer oder an der Stelle, wo wir waren. Aber nach dem Intro wissen wir das gleich, ne? Bis dann. So, Ladebildschirm, paar Sprüche. Wird EF und manchmal sogar seltene Gegenstände. Okay, ewige Sensen sind überall im Königreich versteckt. Ruhe dich in einem Lager aus, um Sensen auf deine Attribute anzubinden. Ja, das haben wir, glaube ich, schon mit dem Lebenstrank da festgestellt. Ne? Das Spiel ist allerdings unwahrscheinlich laut gerade. Ah, am Lager wurde gespeichert. Alles klar, dann müssen wir das. An einem Lager wird gespeichert. Wir standen nämlich letztes Mal schon da oben. Ob der Weite... So, jetzt ist die Frage, wo geht die Reise hin, ne? Da hinten ist ein blaues Symbol. Da und da auch und da auch, überall. Aber da ist noch ein anderes, ne? Wait up. Der hat mit mir gesprochen. Bevor du loslegst, durch Amusias, sollten wir noch einige Worte wechseln. Wer ist das? Quest angenommen, nur von der Begegnung. Wo ist denn der jetzt? Da in der Hütte. Rede mit dem mysteriösen Ritter. Interagieren, jetzt geht's. Ganz im Ernst, hast du überhaupt ein Schwert geschnappt, bevor du rausgegangen bist? Ja, habe ich. Siehst du nicht am Rücken? Drin ist etwas Ausrüstung. Nimm dir, was du brauchst. Wer bist du? Mein Name ist Piers. Sei... ich mich den Wächtern angeschlossen habe, wache ich über Heiligtum Evelyns Ruhestätte. Du bist neu hier, deswegen werde ich nachsichtig sein. Die Wächter sind ein Orden von Rittern, dessen Ursprung zum vorherigen Zeitalter zurückreicht. Sie halten mehr an den Traditionen fest, könnte man sagen. Der Königin Garde fehlt es neuerdings an Disziplin. Ich will ehrlich mit dir sein, ich traue dir nicht, noch nicht. Ich verstehe auch nicht, was Klaus in dir sieht. Du siehst aus, als könntest du kaum ein Breitschwert vom Boden heben. Ich schätze, wir können dir eine Chance geben. Hey, wenn es nicht klappt, sind wir danach auch nur einer weniger. Siehst du diese kleinen Ruinen dort? Nicht mehr als eine Erinnerung an eine vergangene Zivilisation in diesem Königreich. Wo ist eine Ruine? Da oben auf dem Berg, die? Ja, könnte sein. Dort gibt es etwas, was du für mich holen sollst, obwohl eigentlich ist es eher für dich gedacht. Hier zu diesen Ruinen, suche darin nach einem Objekt. Es wird als ewige Essenz bezeichnet. Ja, Fragmente der Macht, die von Ewigen über die Zeitalter hinweg zurückgelassen worden sind. Sie werden dir bei deiner Aufgabe aushelfen. Kehr zu mir zurück, wenn du die Lizenz erhalten hast. Dann besprechen wir weitere Dinge. Okay. Ein Quill mit 155 Punkten habe ich jetzt. So, wo ist die Ruine da oben? Dann müssen wir da mal hinmarschieren, oder? Inventar. Schnellwechsel. EIR. Ne, E1 und R. Sprinten ist Shift. Ja, machen wir das doch mal, oder? Ah, die Ausdauer geht runter. Ja, dann lassen wir das mal besser sein ein bisschen, weil gleich begegne ich einem und dann habe ich ein Problem, weil ich keine Ausdauer mehr habe, oder? Und durch die Wiese hört sich es anders an wie über dem Weg. Sehr schön gemacht. Ewige Essenz geholt. Da ist so ein Viech, da ist keins. Da ist aber einer vorstehend. Komme ich an dem vorbei oder nicht? Okay, der greift mich gleich an, oder? Okay, erledigt. Wo ist meine Lebensanzeige? Sehe ich die irgendwo? Ach Gott, da sind noch mehr. Aber hier ist eine schöne Kiste. Schildreparaturkit mal 4, okay.
Ich habe hoffentlich automatisch rausgenommen, ne? Ewige Essenz geholt. Ja, ich glaube, ich komme nicht drum, um da reinzugehen, oder? Ist das vielleicht da in der Kiste und ich komme da auch so hin? Vielleicht doch nicht, weiß ich aber nicht. Ah, da oben ist auch noch was. Neu ist hier keiner. Was war das? Ewige Essenz. Okay. Das ist cool, oder? Ich glaube, das lassen wir besser liegen. Da drüben ist auch noch was, ne? Kann ich das hier irgendwo noch bewegen? Der steht da immer noch. Komme ich da auch hoch? Ja, da komme ich auch hoch. Da oben ist nichts. Aber ich kann hier nichts machen. Obwohl, irgendwie sieht es so aus, als ob man hier was verschieben könnte, ne? Weiß aber nicht, ob das was bringt oder nicht bringt. Damit kann ich nicht interagieren, ne? Kann ich das runter? Ich könnte das runterschmeißen. Ah, dann geht das dahin. Ich kann es nicht runterschieben. Wenn ich dem Schwung gebe. Ne. Wahrscheinlich habe ich jetzt verloren, weil ich es da dran geschoben habe und das nicht wieder wegkriege, oder? Kann das sein? Naja. Ich muss es da unten drauf kriegen in irgendeiner Form wahrscheinlich. Naja, wir werden sehen. Wir gehen erstmal zurück und geben die Essenz ab. Na, das ist das Wichtigere vielleicht. Ist der noch am Stehen? Ja. Dann laufen wir erstmal zurück. Nee, den will ich jetzt nicht da begegnen. Der bleibt auch da, da ist auch alles gut. Du bleib mal da. Der kommt auch nicht hinterher. Glaube ich nicht. Wo ist meine Hütte? Gehen wir mal zur Hütte, ne? War das hier lang? Ich will es hoffen, ne? Aber jetzt können wir sprinten, ne? Ich glaube, ich brauche nur die Shift-Taste einmal drücken, dann sprintet er so lange, wie er kann, wahrscheinlich. Und da ist der arme Ritter. Und dann interagieren wir mal. Ja, klar habe ich die. Und die Ewigen können ewige Essenzen nutzen, wenn überraschend, oder? Wenn der Ewige sich ausruht, kann er die Essenz absorbieren und sich damit stärken. Frag mich nicht nach den Einzelheiten. Ich habe keinen Schimmer, wie das funktioniert. Um deine gefundene Essenz anzuwenden, kannst du dich einfach an ein Lagerfeuer ausruhen. Jetzt, wo da geklärt wäre, muss ich dir wohl vertrauen, dass du auf dich aufpassen kannst. Sei vorsichtig auf deinen Weg. Die Diener des Skelettkönigs sind überall. Es gibt Diener von unterschiedlicher Stärke. In Gebieten wie diesem hier sind sie recht schwach. Aber wenn du dich zu weit hinauswagst, bevor du bereit bist, also pass auf dich auf. Cross der Ewige. Es wäre besser, wenn wir dich eine Weile hier behalten und aufpäppeln können. Aber... Königin Garde ist am Ende, ihre Zahl zu sehr schrumpfen.
Jemand muss ihnen helfen. Wenn die Stützpunkte der königlichen Garde in Schädlinge fallen, steht nichts mehr zwischen ihnen und dem Heiligtum. Cross, wenn du Evelyn helfen willst, musst du die königliche Garde unterstützen. Also hör gut zu, es gibt da einen Wachturm, nicht weit von hier. Man nennt ihn den Turm der Höhen. Es gibt dort einen Hauptmann der königlichen Garde. Ihr Name ist Astra. Sie hat vor einigen Tagen Unterstützung angefordert, doch es gibt nicht genug von uns Wächtern, um unsere Person zu verlassen, unsere Posten zu verlassen. Du musst zu Astra eilen, sie ist stark, aber die Schädlinge werden sie und ihre verbleibenden Streitkräfte bald überrennen. Bevor du gehst, solltest du noch den Reisebrunnen da drüben aktivieren. Wo ist das? Hier ist die Hütte, also nach rechts wohl, ja. Du kannst dich von Brunnen zu Brunnen teleportieren, aber nur zu bereit von dir der Entdeckten. Halte die Augen offen. Danke für den Hinweis. Ach, und Cross, bleib am Leben. Level erhöht schon. Schild auf dem Rücken, das habe ich vorher nicht, oder? Okay. Schreibe ich, wenn du in der Lage des Feindes bekennst, sollte sich das noch stärker machen. Es wäre an deinem Interesse, wenn du alle Stützpunkte der Schädlinge annimmst, auf die du stößt. Okay. Dann gehen wir erstmal zum Brunnen, aktivieren den. Na, dann können wir nach hier wieder zurückreisen, wenn wir einen zweiten Brunnen finden, ne? Travel well location discovered. Interessant. Ich kann mich nicht bewegen? Nein, jetzt aber. Okay. Was ist das hier? Along your travels you will find fast travel routes, which are crucial to your journey. Be sure to keep an eye out of them and always activate new ones that you come across. To fast travel, simply open up your map screen with M and move the cursor over one of the discovered fast travel routes, which are marked by a satellite icon. Select the location and Cross will be instantly warped to that spot. Okay, klar, wenn ich irgendwo dran vorbeikomme auf meinem Weg, soll ich den aktivieren und auf der Karte mit M kann ich die dann aktivieren und dann dahin reisen. Sehr schön. Was ist das? Kann ich das aufheben? Nee, sieht nicht so aus. Passiert nichts. Blocken, schlagen. Aber M können wir uns ja mal angucken, oder? Nutze im Kampf Werkzeug wie Bomben und den. Okay. Wir sind hier, gucken in diese Richtung. Wir müssen aber erstmal nach da. Wahrscheinlich dahin, oder? Ja, das ist der Turm. Da müssen wir dahin. Das heißt, wir müssen quer durch dieses Feld der Zerstörung. Und zwischendurch müssen wir immer aufleveln. Und ja, Zielort steht da links. Ich hoffe, Q ist raus. Ja, ist es. Nein, Q ist nicht. Escape ist raus. So, das bedeutet, der Weg zurück würde da lang gehen. Ja. Diese ganzen Viecher sind dann hier. Wofür sind die blauen Dinger? Wofür sind diese Würfel? Ist da ein Lagerfeuer? Irgendwas ist da rechts. Hier ist irgendwas. Eine Truhe. Komme ich so nie drauf? Komme ich fast darauf? Eben hat es besser geklappt, ne? So, und jetzt nochmal. Sehr schön. C. Kickerschultern. Wie komme ich ans Inventar mit E? Müssen wir die mal anziehen wahrscheinlich, oder? Oder ist schon angezogen? Wenn man das da drauf zieht, dann wird das ja stärker, ne? Ewige Essenz haben wir schon. Ausrüstung? Ist das schon angezogen? Ich hab's doch genommen, oder? Hm.
Ja, hier stehen sie, die Kicherschultern, aber habe ich sie schon an oder nicht? Ja, wahrscheinlich, weil hier so ein gelber Punkt ist, ne? Gut, dann ist das schon mal geklärt. Da kann ich nicht so weit springen. Da unten sind irgendwelche Viecher. Da oben ist eine. Ja, Süden ist falsch, aber hier gibt es irgendwie was. Vielleicht gehen wir doch erst hier hin. Eine Brücke ist das, oder? Tatsächlich. Ah, wahrscheinlich komme ich hier aber nicht vorbei, ne? Ja, so wie es aussieht, nicht. Das heißt, ich muss irgendwelche Schlüssel finden, um weitere Bereiche zu öffnen. Alles klar. Wenn ich hier hochgehe, sehe ich ein bisschen mehr. Wir gehen nach Osten. Osten war richtig. Hier durch den Wald. Da unten ist eine Burg oder sowas. Oder ein Turm. Da rechts ist auch noch was. Gehen wir erstmal dahin. Da ist ein Damm. Schauen wir mal, was das hier ist. Okay, das kann man hochheben. Und dann nehme ich es mal mit. Das liegt so präsentativ hier. Das muss einen Grund haben, das mitzunehmen. Ist das ein Schlüssel zu dem Tor? Auf jeden Fall gehört das hier hin, denke ich mal. Aha. Richtig gemacht, wa? Guck mal, was in dieser tollen Kiste drin ist. Noch eine ewige Essenz, okay. An einem Lagerfeuer kann ich da was mit anfangen. Alles klar. Da werde ich dann wieder fit, oder wie war das? So, kann man in den Turm auch rein? Hier ist er zu. Hier ist er zu. Kein Turmpodest. Okay, da ist eine Brücke. Und das war die Burg, wo wir, glaube ich, schon oben waren, oder? Ah, ich glaube, wir gehen mal da weiter, weil da, was ist das? Ja, ich denke mal. Gibkinit-Erz. Okay, das habe ich abgebaut. Sehr schön. Hier ist auch noch mal sowas. Sehr gut. Ich weiß nicht, wofür ich es brauche, aber ich habe es schon mal, ne? Da ist auch noch mal was. Vielleicht kann ich es da ja benutzen. Da ist nochmal sowas, aber ich gehe erstmal da hin, oder? Das strahlt so gen Himmel. Das will mir bestimmt was sagen. Kein C da, also. Ja, kann ich das wohl doch nicht benutzen, ne? Keine Ahnung, wie ich das aufkriege. Von hinten ran gehen geht auch nicht, ne? Oder doch? Wohl nicht. Hier irgendwie ein versteckter Schalter oder so? Ne, ne? Okay, hier ist nix. Hier komme ich nicht weiter. Kann ich eigentlich einen Baum fällen? Ne.
Gut, dann ist das schon mal geklärt. Ist das hier auch dieses Erz? Sieht danach aus. Tja, lief hier nicht gerade einer lang? Wohl nicht. Da unten ist ein Eingang. Ich brauche jetzt aber eigentlich erst ein Lagerfeuer, um abzuspeichern. Und hier ist auch wieder so ein Signal. Aber da ist ein Zeichen dran, dass ich da was machen kann. Okay, da muss ich auch wieder was finden und das da reinmachen, ne? Ja. Geht also auch nicht. Was ist das? Holz? Ah, das kann ich sammeln. Also nichts Bäume fällen, Holz liegt so auf der Erde. Tja, jetzt wird es Zeit für ein Lagerfeuer, würde ich sagen. Ruckelt gerade ziemlich stark, ne? Ja, so wie es aussieht, ist das nächste Lagerfeuer im Haus. Ich glaube, ich gehe da erstmal hin. Und dann machen wir erstmal eine Unterbrechung. Wir haben ja schon einiges wieder entdeckt. Danächst würde ich sagen, geht der Weg nochmal in die Burg und wir müssen mal gucken, ob wir diesen grünschwertigen Ritter da erwischen können, oder? Okay, die greifen uns an. Ist die Frage, ob der hinterherkommt oder irgendwann von uns bleibt. Ich laufe erstmal so weit wie möglich weg. Und dann gucken wir mal, ob er hinterher kommt. Ja, er kommt hinterher. Okay, da ist es ein Kürbis gewesen. Und wir interagieren am Lager. Hier ist das Lager aufschlagen. Ja. Sehr schön. Gut, jetzt können wir gerade einmal gucken. Was können wir denn herstellen? Immer noch eine Zündschnur und diesen Lebenstrank, wenn wir dann Heilkräuter hätten. Du hast nicht genug Material, okay. Zündschnur, brauchen wir Baumwolle und Kokosnuss. Oder Kokosnuss, weiß ich nicht. Bombenherstellung, okay, alles klar. Ich würde sagen, wir machen aber erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann, ciao.